Hey Leute, weiter geht's hier mit Elden Ring im New Game Plus. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier wieder in der Tafelrundfeste. Ich wollte nämlich wieder mit ein paar NPCs hier quatschen. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Mit ihm wollte ich nochmal reden. Der sollte sich jetzt... Genau, der will nämlich die Tafelrundfeste verlassen. To beg his instruction. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's... Genau, der will nämlich die Goldmaske hier besuchen. Das habe ich schon und das habe ich auch schon. Genau, von ihm habe ich jetzt alles im Prinzip. Genau. So. Den werden wir aber wieder treffen. Den Goldmaske, den habe ich in meinem ersten Durchgang gar nicht gefunden, beziehungsweise ja irgendwie übersehen, weil ich seine Questline hier vom Bruder Corhin irgendwie vermurkst habe. Schauen wir mal, ob es dieses Mal klappt. So, jetzt reden wir hier mal mit dem D. Der hat nichts Neues zu sagen. Achso, eine Todeswurzel kann ich dem zeigen. Okay, gut. Well, well. Listen to reason, but with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of if you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their Deathroot? Then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Jo, das machen wir natürlich. Bestienkräfte kann nie schaden. I've marked the location for you. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung wurde auf der Karte. Ach, wir haben ja noch hier den Auftrag von Schloss Vulkan. Aber den Beast-Kleriker, das Portal haben wir ja schon im Prinzip gefunden. Beziehungsweise da bin ich ja schon mal durch. Das ist hier hinter der dritten Kirche von Marika. Oder? Ja, genau. Das ist das Portal und das führt uns dann... nach Kaelid und zwar hierhin, in das Refugium der Bestien. Und da kann man jetzt die Todeswurzeln abgeben. Bei diesem Bestienkleriker. Wenn man dem dann, ich weiß gar nicht wie viele abgegeben hat, dann wird der aggro. Und ich habe ihn damals getötet, aus Versehen, aber der beruhigt sich dann wieder, wenn man die Hälfte seiner Gesundheit... wo wollte ich den jetzt eigentlich hin? Ich wollte nochmal mit dem Roger sprechen. Also wenn man die Hälfte seiner Gesundheit dann niedergekämpft hat, dann wird der wieder freundlich. Aber ich habe ihn aus Versehen getötet. Das würde ich gerne dieses Mal vermeiden. So, wir reden jetzt mal nochmal mit dem Roger. Lately, I feel I'm on of falling into a deep, fathomless slumber, and I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Okay, der stirbt uns jetzt irgendwann weg und wir kriegen hier seine Klangperle, meine ich. Aber dazu müssen wir die Tafelrundfeste halt noch ein paar Mal betreten und wieder verlassen und wieder betreten und so. So. Ich wollte noch mal gucken, wie hoch ich die Lantenna gelevelt habe. Asche der Wanderadligen. Wo habe ich die? Habe ich die gar nicht? Weil die wollte ich gerne für ein paar Zwecke missbrauchen. Darf sie nicht? Da ist sie. Asche von Lantenna. Die rüste ich jetzt mal ganz hoch.
Oh, da habe ich gerade noch eine große Geistertallilie. Okay. Gut. Die brauche ich aber später erst. Ich wollte nur mal gucken, ob ich da noch irgendwelche Lilien suchen muss. So, und was machen wir jetzt? Was habe ich auf meinem schlauen Zettel? Ah ja, genau, der Jura hat ja von dieser Eleonora gequatscht, die ihr hier gerne besiegen möchte. Und da helfen wir ihm doch. Und zwar ist das bei der zweiten Kirche von Marika. Und wir waren ja da schon fast dort. Ach, da sitzt der Bock rum. Okay. Die zweite Kirche von Marika ist da. Setzen wir uns gleich mal hier ein Merkerchen und gehen hier mal hin. Ich habe mir jetzt übrigens auch Hayettas Questline ein bisschen angeguckt. Also Shabriri, diese Trauben von Shabriri, die man da pflücken und ihr geben kann. Und auch Shabriri, der dann den Jura irgendwie übernimmt, das ist der Dämon der Blindheit. Deswegen haben die auch immer alle verbundene Augen und so. Und aus den Augenhöhlen kommt dann eben diese Frenzy raus. Besessenheit. Bock, the seamster, are you ready to make adjustment? So, was kannst du denn anpassen? So, Albrecht Spitzhut. Ach, habe ich ja schon mal geguckt. Aber ich will da gar nichts anpassen lassen, eigentlich. Nö. Oh, going so soon. Jojo, wir müssen jetzt. Please do be safe on your journey. Jo, danke schön. Werden wir haben. So, Kirche von Marika. So. Ach, wisst ihr was? Ich mache nochmal das Tageslicht hier an. In der Nacht reite ich ungern. Kommen immer böse. Ach, und mit der Malinia kann ich auch wieder sprechen. Okay, tun wir das mal. Melina. Malinia. Mein Gott, heißen alle gleich hier. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erd Tree, where Mother gave me my purpose. Though now, everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Okay. Haben wir mit ihr auch nochmal geredet. Sie ist wieder verwirrt. Weiß nicht so genau, was ihre Aufgabe ist. Aber da können wir ihr jetzt auch nicht helfen. So. Hey Leute. Hier muss doch dann der Bruder Corhin irgendwo stehen. Ach, da steht er ja schon. Okay. Die kommen nicht nachgelaufen. Dann können wir nochmal mit ihm reden. Ah, look how delightful to meet a familiar face. I've been doing some learning of my own since then and will happily pass it along to you. Genau, der hat nämlich jetzt neue Anrufungen, die ich noch nicht habe. Große Heilung, die kaufen wir mal. Und das habe ich auch noch nicht. Okay. Blitzfestigung. I'm yet to find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand in my solitude how little it is I truly know.
Okay, ja, die goldene Maske immer noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich habe die ja noch gar nicht gesehen. Ups. Und wir reiten jetzt hier mal. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Straße da überhaupt hinkommt. Wahrscheinlich wieder nicht. Ach, die ist da unten irgendwo. Okay. Let me check. Da unten. Wie komme ich da runter? Komme ich hier vorne runter? Glaube schon. So. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen schwieriger. Aber noch sind wir ja nicht da. Ist das hier? Nur Blümchen. Okay. Oh. Muss ich doch erstmal hier ein paar Hunde dezimieren, bevor ich hier absteige. Die sind ja immer etwas unangenehm. So. Und hier soll jetzt irgendwo... Weiß nicht, ob der... Oh, der arme Jura. Hat der eigentlich auch die Augen verbunden? Sieht man hier gar nicht. Hm. Reden wir mal mit ihm. Ach, der hat schon mit der Eleonora gekämpft und... Okay. Nagakiba. Haben wir hier bekommen. Okay. Huch, ich hätte gerne hier irgendwie eine... Oh, oh, oh. Au. Oh mein Gott. Die hat ja das gleiche an wie ich. Hat die dann immer das gleiche an, oder... Oh, nein, nein, nein. Jetzt haben wir es aber gleich. Oh. Naja. Oh Gott. Ach, du lieber Himmel. Es packt die hier auch noch ihren Drachenkopf aus. Puh, eine Läuterkristallträne haben wir bekommen. Läuterkristallträne. Und ihre Stangenwaffe. Stangenwaffe. Finden wir die irgendwo? Wahrscheinlich kann ich die wieder nicht tragen. Die wird... Die wird wahrscheinlich... Blutklingentanz. Ja, kann ich nicht. Okay. Aber sehr coole Waffe. Oh ja. Jo. Aber ich glaube, das kostet das Gesundheit. Okay. Und noch nicht mal so viel Mana. Sehr cool. Aber wie gesagt, ich kann die nicht tragen. Arkan 19. Ach, da fehlen noch zwei Pünktchen. Stärke und Geschicklichkeit habe ich genug. Ja, vielleicht mache ich da mal ein Upgrade. Und ich wollte noch gucken, was das jetzt hier für eine Purpurträne ist, die wir hier bekommen haben. Oder wie die heißt. Wo sind denn die? Läuterungsträne, oder wie hieß die hier? Läuterkristallträne.
läutert den Fluch des Blutfürsten. Hä? Läutet den Fluch des schrecklichen Blutrituals von Moog. Ah, das ist ja interessant. Vielleicht kann man das im Kampf gegen Moog irgendwie verwenden. Ah, da muss ich mich mal erkundigen. Das wäre ja cool, weil der Moog ist ja schon irgendwie leicht schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, und ist jetzt hier kein Ort der Gnade an der Kirche hier normalerweise? Normalerweise haben wir doch hier irgendwelche Orte der Gnade. Aber offensichtlich hier nicht. So, jetzt. Jetzt schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel, was ich hier machen könnte. Noch. Ich wollte noch mal in die Burg Hate zurück. Habe ich eigentlich keine Waffe. Weil Gräber sind ja immer gut für irgendwelches Loot. Weil der wollte mich ja zum Ritter schlagen und ich glaube, das funktioniert zwar nicht, aber damit wir hier seine Questline irgendwie weiter Schloss Mohren, nee, da Festung hält. Damit wir dem Kenneth, heißt er glaube ich, die Questline hier mal beenden. Nee, beendet ist er glaube ich da noch nicht. Er ist ja hier so der rechtmäßige Herrscher von Limgrave, hat er ja gesagt. Und wir treffen ihn dann glaube ich irgendwie im Thronsaal da wieder. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, man kann jetzt hier einfach so reinreiten. Da wird man jetzt nicht mehr behindert, glaube ich. Glaube ich. Genau so. Ah nee, da laufen immer noch welche rum. Besser gesagt, die laufen weg. Wofür habe ich eigentlich hier ein Schild, Leute? Himmel. So. Ja, das Schreien nützt dir auch nichts. Wo ist jetzt der gute Kenneth? Da steht er. Ah, you. I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort. Oh, indeed, it is a foul one must be found. With haste. And with a true and stalwart lord of the properly. I'm sorry to have lifted your hopes, but the great Kenneth Height issues his sincerest. But now, I must begin my for a true and stalwart lord of the properly. I must begin for a true. Okay, also wir kriegen hier keinen Ritterschlag, sondern er geht auf die Suche nach einem tollen Herrscher. Ja, dann mach das mal. So. Viel Glück dabei. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Genau, ich wollte noch mal Varys Questline weitermachen. Im Prinzip ist die ja schon fertig. Ich könnte natürlich auch
Die haben ja jetzt in dem neuen Patch hier irgendwelche neuen NPCs eingebaut, die man besiegen muss, falls man nicht in fremde Welten einfallen möchte. Das würde ich natürlich auch mal ganz gerne ausprobieren. Aber er überfällt uns ja noch als rotes Phantom hier in diesem Gebiet hier. In diesem Blutsee. Da bin ich nämlich schon mal zu weit gelaufen. Ich habe hier ein bisschen gefarmt und bin da ein bisschen zu weit gelaufen. Und weil ich hier viel zu schwer war, weil ich so viel Zeug ausgerüstet hatte, hat der mich dann flugs niedergemetzelt. So. Deswegen nehmen wir jetzt das raus. Das rein. Rüsten uns hier ein bisschen besser aus. So. Und gehen jetzt da noch mal runter und schauen mal. Müsste, glaube ich, jetzt einigermaßen gut gerüstet sein. Jedenfalls nicht mehr so schwer. So. Ich glaube, ich habe kein Fettroll mehr. Nee. Passt schon. So, sehr gute Farmgegend übrigens. Ah, ich wollte ja noch andere Zauber reintun. Ugh. So. Und dann war ich hier irgendwo unterwegs und der hat mich dann hier irgendwie überfallen. Hoffen wir, dass er wiederkommt. Alle tot? Nee, hier ist noch einer. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt laufen da aber immer noch so viele hier rum. Die sind echt nervig. Ich glaube, ich bin noch nicht weit genug gelaufen. Ich weiß auch nicht mehr, in welche Richtung. Also wenn der jetzt nicht bald kommt, dann lassen wir das. Das sind mir also echt zu viele jetzt hier. Oder habe ich den nur aus Versehen getriggert? Hm, aber ich kann immer noch ein bisschen Loot einsammeln hier. Blutbefleckter Kot, ja, igitt. Eine Heldenrune.
Na, ich laufe hier mal vorsichtig, aber irgendwie passiert nichts. Dann war das nur irgendwie versehen, oder wie? Ja, wenn sich hier nichts tut. Oh. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier in der Höhle drin bin, dann kommt einer von hinten angesprungen. Fliegenschwarm. Ach so, das Ding. Das ist auch nicht schlecht. Eine Blutungszauberei. Ja, offensichtlich will er jetzt hier nicht. Bin ja schon irgendwie enttäuscht. Jetzt bin ich extra nochmal hier reingelatscht. Ich weiß auch gar nicht genau, in welche Richtung ich hier muss. Ganz ehrlich. Ich will auch nicht zu weit da rumlaufen, weil... Genau deswegen. Shit. Ach, du lieber Himmel. Ah! Genau, genau deswegen will ich hier nicht so weit rumlaufen. Die haben da irgendwie den Jorm. Nicht den Jorm, Quatsch. Jetzt laufe ich halt durch. Mein Gott, hilft ja nichts. Oder ich gucke nur mal. Keine Ahnung, ich meine, wir... Ach, jetzt trinke ich das jetzt. Bogen. Ich meine, wir haben ja... Oder müssen wir hier überhaupt durch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müssen wir den Moog besiegen? Müssen wir den besiegen? Ugh. Oh Gott! Nicht anvisiert. Ah. Oh Gott, ich habe das falsche Schwert ausgerüstet. Zupidopi. Aber der wird von seinem Skelett gleich selber erschlagen. Gut, wir machen jetzt lauter Sachen, die ich eigentlich nicht machen wollte, aber zumindest habe ich dann hier mal den Bereich abgelootet. Ich glaube, den... Da oben steht noch einer. Komme ich hier mit meiner goldenen Welle hin? Oh! Du beschwörst hier nichts mehr. Oh. Gottes Willen. So. Eine Sakramentsknospe. Und ein heranwachsender Schmetterling. So, dann können wir zumindest mal hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Muss ich da nicht nochmal durch und alles erforschen?
sonst nur Pilze. Ach. Das ist immer blöd. Einmal in einem Spiel muss man X drücken, um was aufzuheben. Hier muss man Dreieck drücken, um was aufzuheben. Okay. Ich glaube, ich bin hier ziemlich fertig. Genau. So. Jo, was mache ich jetzt weiter? Also, wenn der Warre hier nicht kommt, dann müssen wir doch ganz rein. Ansonsten hatte ich mir jetzt nichts Schlaues aufgeschrieben, was wir noch machen könnten. Dann laufen wir hier einfach mal rein. Den Moog mache ich aber nicht. Ganz ehrlich. Ups. Kann ich das hier nehmen? Schmiedestein. Ich weiß gar nicht. Oh, du lieber Himmel. Gott. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Blutstillende Boli. Ja, die kann man hier gut gebrauchen. So. Jetzt habe ich aber meine Fackel weggelegt, oder? War ein Fehler. Schwer? Nee, geht noch. Kann ich eigentlich mit diesem Schwert hier die Typen hier wegschnatzen? Achso, das geht jetzt nicht. So machen. Nicht so wirklich. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Das ist blöd genug hier drin. Ich kann die Tishi holen. Ah, was mache ich denn? Jetzt kann ich die Tishi nicht mehr holen. Die lasse ich mal mitlaufen. Genau. Nee, da nicht. Ach. Jetzt läuft die da raus. Hey, hier geht's lang, nicht da draußen. Ah! Wenn man seine Angestellten nicht im Griff hat hier. Oh Gott. Wer bist du denn? Oh. Oh Gott, oh Gott. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ach, ich habe Marikas Pfahl. Okay. Gut, ich dachte, ich müsste schon wieder durch diese Horden da durchlaufen, aber das sieht ja ganz okay aus dann hier. Tishi, wir gehen jetzt mal hier lang und nicht da unten raus. Oh, 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 oh. Himmel! Okay. Wo müssen wir denn eigentlich lang?
Oh, hier haben wir noch einen Händler. Oh, dear. Yeah, my, I, here is a custom. Wir können irgendwas kaufen. Was soll der Geiz? Wir nehmen alles. So. Wani! Wieso kommt der jetzt da wieder? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh Gott. Wieso kommt der da wieder? Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt gehen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Fürstenrune. So, und wo müssen wir eigentlich hin? Weiß es gar nicht. Granate voraus. Okay. Jetzt steht der schon wieder auf, oder? Das ist ja unglaublich. Was ist denn das für ein Gegner hier? Nein. Also, ohne Tischi wäre ich hier aufgeschmissen, Leute. Dann laufen wir hier mal hoch. Ah, die Tischi prügelt sich da unten immer noch mit dem. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da so ein nerviger Gegner war. Oder ich bin hier einfach nur so durchgerusht. Okay, aber wir sind jedenfalls draußen. Und da war ein rotes Rufzeichen, aber das hole ich jetzt erst. Wenn ich mich hier hingesetzt habe. So. Ah, hier können wir Wache... Wieso hat der mich dann da überfallen? Das würde mich ja mal interessieren. Okay, gut, wir... Ist er? Der ist, glaube ich, da unten irgendwo. Glaube ich. Und ich sehe nichts. Ich glaube, das war auch nicht ohne hier. Da ist er. Heedless of my warning, the way to an end of the dynasty. Oh nee. I'll ensure you regret this. Enjoy your miserable death. Ich weiß nicht, kann man da raus? Bin ich denn jetzt hingelaufen? Ich sehe ja hier überhaupt nichts. Lass mich mal was trinken hier. Kack. Hey, lass mich mal hier mal in Ruhe. Das ist ja unglaublich. Wir kriegen einen Runenbogen, eine Krummfingermedizin. Kriegen wir da nicht seine Maske irgendwie und diesen Blumenstrauß da? Irgendwo?
ich. Dachte ich, aber ich glaube... Ah, nee. Was ist denn das da hinten? Sind immer noch welche da. Und man sollte dann wohl nicht hier in diese Blutungsnebel reinlaufen. Stehen die nicht alle wieder auf? Blutrosen. Oh, eine große Geistertalilie. Da habe ich ja die letzte verbrutzelt hier. Und ein Goldtausendfüßler. Okay. Haben wir das hier auch abgelootet? Looti, looti, looti. So, ich glaube, das soll es dann hier auch gewesen sein. Oh, da steht schon wieder jemand auf. Nee. Oh Gott. Oh Gott, der schon wieder. Und ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, hier bin ich, glaube ich, falsch. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh mein Gott. Ey, dieser Gegner, der ist ja ätzender als jeder Boss hier. Und wie oft der wieder aufsteht. Ich glaube, ich hole jetzt nur hier meine verlorenen Runen und mache mich dann hier wieder vom Acker. Weil, wie gesagt, den Moog will ich jetzt eigentlich nicht machen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ist hier lang? Ne, hier geht's nicht lang. Oh. Okay, wir holen uns die Tischi. Ich will ja eigentlich nur hier durch. Und wenn ich jetzt wüsste, wo ich meine Runen verloren habe hier. Die lenkt den jetzt hoffentlich lang genug ab. Oh! Bis ich hier wieder draußen bin. Da ist der Ausgang. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ach, wenn ich es bis da raus schaffe. Nu, Mann. Okay. Was für eine Gegend hier. Okay, so. Dann denke ich aber mal, ich verlasse diese Gegend und wo gehe ich jetzt hin? Oder ich mache erstmal ein Level up. Bin gerade noch am Überlegen, was wir weitermachen könnten. Gehe ich mal auf Arkan? Nee, ich gehe nicht auf Arkan. Das
ist jetzt, glaube ich, unklug, wenn man hier zu viel mischt. So, dann lasst uns doch mal gucken. Ich gehe jetzt noch mal in die Tafelrundfeste und guck mal, ob wir Rogers Questline irgendwie fertig machen können. Und dann müssen wir ja eigentlich auch mal nach Nokron und den guten Blade da besuchen. Der hat irgendwie nichts zu sagen. Aber ich lade das jetzt ein paar Mal neu hier, damit wir das abschließen können. Ah. Schauen wir mal. Ich glaube, 2 oder 3 Mal müssen wir mit dem reden. Mit dem Reden ist gut, der hat ja nichts mehr zu sagen. Aber Also wenn er jetzt immer noch so vor sich hin stöhnt, dann lasse ich das, glaube ich, dann. Dann könnten wir doch mal zu diesem Bestienapostel da gehen. Genau, jetzt ist er gestorben und wir können seine Klangperle aufheben und sein Set bekommen wir hier. Und er ist gestorben. Rogers Brief, okay. Rogers Brief, den lesen wir doch mal. Das wieder los? Wo findet man den wieder? Hier. Ein Brief verfasst mit zitternder Hand. Eins hatte ich glatt vergessen. Es scheint, die hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Aquädukt bei der ewigen Stadt Nokron. Angeblich trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle vor den Prinzen des Todes. Okay. Den haben wir im ersten Durchgang aber schon gefunden, den Bruder. Wir quatschen hier mal mit die, vielleicht erzählt er uns doch was. Map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Okay, gut. Das müssen wir ja auch noch machen. Genau. Also wir... Jetzt mal mit diesem Ding hier wieder weg, den Marker. So. Hier wieder der Kartenmeister. So, wir müssen einmal hier hin. Und dann müssen wir ja auch noch hier den Auftrag von Haus Vulkan hier. Bernard heißt der, glaube ich, oder? Der uns hier diesen Auftrag gegeben hat. Den können wir doch auch noch mal schnell machen. So viel Zeug zu tun. Schrecklich. Jetzt muss ich mich dann wirklich nochmal erkundigen, wo man Vares Maske, die habe ich nämlich auch nicht erbeutet, und den Blumenstrauß daher bekommen. Den Blumenstrauß, den habe ich, glaube ich, schon mal bekommen. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo. So. Und wo sind wir jetzt? Und wir müssen hier hin. Okay. Dahin. Voll Wölfe hier. Die fallen hier von den Bäumen, die Wölfe. Die wachsen hier auf Bäumen und fallen dann darunter.
So. Ah, da, okay. Ist hier auch noch irgendwie so ein Grab? So ein Siegelgrab? Nee. Okay. In die Welt von Istvan, dem alten Ritter, eindringen. Jo, das machen wir. So, wo ist er da? Hast du dir so gedacht? Aber wir haben ihn besiegt. Einen Runenbogen und Krummfingermedizin haben wir bekommen. Okay. Ich komme in der Hauptstory irgendwie gar nicht voran, weil man die ganze Zeit hier irgendwas Tolles erledigen muss. Ach. Aber muss ich ja eigentlich auch nicht. Und wir bekommen seine Rüstung. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich glaube, da ist man irgendwie nicht so wirklich gut reingekommen hier, oder? Keine Ahnung. So, dann wollten wir ja noch durch dieses Portal. Nochmal. Da müsste jetzt die Tür offen sein, weil das erste Mal, wie ich da war, ist diese Tür zu, wo man hier diesen Bestienmeister besuchen kann. Ich muss mir dann bloß mal merken, wie viele Todeswurzeln ich dem schon gefüttert habe. Nicht, dass ich da wieder eine böse Überraschung erlebe. Und es empfiehlt sich da, den Miniboss, der vor der Tür sitzt, erstmal zu besiegen, weil der einem sonst da irgendwann in die Quere kommt. Aber das machen wir jetzt auch nicht. So. Mal hier nochmal durch. Genau, dann gucke ich für die nächste Folge mal, wo man Varys Krempel bekommt. Und ich muss mal schauen, was man für Rannys Questlein jetzt noch irgendwie machen könnte, bevor wir hier weitergehen. Und dann würde ich sagen, es wird langsam Zeit, dass wir nach Leyndell marschieren. So, ist jetzt hier offen? Ich habe es auch gar nicht probiert, muss ich ehrlich sagen, ob hier offen ist. Ich dachte, es öffnet sich irgendwann von alleine. Ja. Refugium der Bestien. So. Und dem kann man jetzt eine Todeswurzel übergeben. Jo, eine. I smell it. Death. Feed it me. Sieht auch nicht, wie der aussieht, oder? Ein Klauenzeichensiegel und ein Bestienauge.
Ach genau, dieses Bestienauge fängt dann an zu vibrieren, wenn es irgendwas in der Nähe gibt, wo man eine Todeswurzel erbeuten kann. Genau, das war das. So, ich denke, das war's dann für diese Folge. Jetzt muss ich mir tatsächlich für die nächste Folge richtig viel überlegen, was wir da noch machen könnten. Wir können natürlich ins Haus Vulkan zurückgehen und da nochmal Vollzug melden, dass wir den Ritter ermordet haben. Aber ansonsten denke ich, müssen wir jetzt langsam durch das Altus-Plateau Richtung Leindel marschieren. Wie weit sind wir denn da eigentlich gekommen? Bis hierhin. Na gut, wir müssen... Wir müssen ja bis hier rüber irgendwo. Wir müssen ja hier irgendwo rein. Aussichtsturm. Aber wir könnten natürlich auch Millicents Questline nochmal aufgreifen. Da muss ich nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwie was Schlaues tun können. Okay, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!